Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft Create. So geht's. Und das erwartet euch in dieser Folge. Let's go. Ja, herzlich willkommen bei Minecraft Create. So geht's hier. Eine neue Folge auf YouTube, wo ich mir dachte, das könnte den einen oder anderen nützlich sein. Habe ich mal ein paar Tipps zusammengetragen. Das Ganze wird eine Mehrstaffel, also mehrfolgige Serie auf YouTube werden, wo es um so Minecraft-Create-Tipps geht. Also es geht hier um die Minecraft-Create-Mod von Simibubi. Und da haben wir ja so einige tolle Sachen in der Mod. Und wir fangen eigentlich mal bei den einfachen Dingen an. Nämlich Strom als Energieerzeugung. Ist ja kein Strom, sondern ist ja Bewegungsenergie. Und da können wir recht einfach mit einem Wasserrad anfangen. Und das kann ich euch mal demonstrieren, wie man das am sinnvollsten aufbaut. Weil ich habe schon die ein oder anderen Wasserradkonstruktionen gesehen, die nicht so liefen, wie sie laufen sollten. Wir brauchen letztendlich drei Eimer Wasser, um ein Wasserrad sinnvoll zu bepowern, nämlich mit der vollen Leistung. Wenn wir uns ja ein Wasserrad hier angucken, es kann das 16-fache der RPM generieren. Und damit kommen wir auf die 256 SU, die es maximal kann. Und ich nehme mal kurz die Eimer hier raus, um das mal zu euch zu zeigen, wo die Eimer hin müssen. Also ihr müsst schauen, dass ihr, genau, so müssen hin. So, ihr müsst einmal schauen, dass ihr das so platziert, dass die Balken, also die Nasen des Wasserrades, ich komme gerade nicht aufs Wort, sorry, so nach hinten ausgerichtet sind. Also wenn ihr von der Seite drauf guckt, dass wenn das Wasser sozusagen hier lang läuft, dass das von den Schleppern mitgenommen wird. Dann brauchen wir, wie gesagt, drei Eimer Wasser. Wir platzieren eins in die obere linke Ecke, dann noch eins rechts daneben und eins in der Mitte unten drunter. Und damit noch haben wir hoch. Entschuldigung, nicht in der Mitte unten drunter, sondern hierhin. Moment. Warum lässt sich das gerade nicht platzieren? Es lässt sich gerade nicht platzieren, jetzt aber. Ah, jetzt. Nicht in der Mitte unten drunter, sondern hier vorne, dass das Wasser hier wieder weiter nach hinten läuft. Das heißt, wir haben zwei Wasserströme, einmal so lang. Dann nehmen wir diese ganze Seite mit. Und einmal von hier nach hier hinten. Dadurch haben wir hier nochmal einen Wasserstrom und eben hier den Wasserstrom und kriegen die maximale Energie von 256 SU aus dem Rad. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Lava. Also falls ihr irgendwie Bauten im Nether vorhabt, könnt ihr genau das gleiche auch hier selbe Lavaquellen hier, hier und hier vorne unten. Könnt ihr das Ganze auch im Nether aufbauen. Bringt die gleiche Geschwindigkeit, achtet nur drauf, dass euer Häuschen nicht aus Holz ist, was ihr daneben baut. Also eine Wassermühle aus Holz wäre schlecht. Gut, das war der erste Tipp, um eben hier optimal Energie zu erzeugen. Gerade übrigens, ich empfehle für langsamere PCs generell lieber eher ein Wasser als ein Windrad zu nutzen. Da nehme ich ein Windrad wesentlich mehr Stress den CPU beziehungsweise der Grafikkarte abverlangt als ein Wasserrad. Da wir meistens Windräder sind ja riesengroß, um eben die volle Energie auszulasten, ist das ja an sich schwierig. Nächster Tipp. Wenn es um das Waschen oder um das Brennen von Gegenständen geht, kommt ja hier dieses sogenannte Bulkwashing. Man baut einen Fan. Da hinten die Energiequelle dran. Ich habe jetzt hier einen kreativen Motor. Und dann die Quelle. Die meisten machen den Fehler, dass sie hier volle Power drauf geben, weil sie denken, es geht schneller. Nein, geht es leider nicht.
Es ist egal, wie viel Energie drauf ist. Also nicht, es ist nicht ganz egal, denn die Energie, die Bewegungsenergie, die wir reinleiten, entscheidet letztendlich über den Strahl, wie weit er geht. Uns ist es wichtig, dass er bis dahin geht, wo wir waschen wollen. Wenn wir jetzt eine Energie von 2 haben, geht er bis hierhin. Ich muss mal gucken. Also bei einer Rotationsenergie von 1 sind wir immer noch hier. Also uns würde sogar also eine Geschwindigkeit von 1 RPM, also eine Umdrehung pro Minute reichen, um hier schön waschen zu können. Wir können das einfach mal probieren und wir schauen mal auf den Timer. Wir sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von ca. 5 Minuten 40 und legen einfach mal ein ganzes Deck hin. Überlege ich, ob ein RPM reicht, aber es sieht gut aus. Also wir haben hier die Wasserpartikel, also ist das Ganze am Waschen. Wir waschen ja jetzt hier Sand, da kriegt man Clay draus. So, wir sind jetzt bei 20 Sekunden. Ich glaube, ich habe eine RPM zu niedrig eingestellt. Da reicht es nicht bis ganz dahin. Doch, es hat gereicht. Wir haben 30 Sekunden für ein Stack ungefähr gebraucht. Die meisten machen, denken, ach ja, viel bringt viel. Ich habe ja genug Windwasserräder oder sonst was und donnern hier volles Ballett drauf, so dass der nächste Spieler, der hier lang läuft, einmal hier hinten am Ende der Fabrikhalle noch gewaschen wird. Wir nehmen uns jetzt nochmal ein bisschen Sand. Und nur um das mal zu demonstrieren, ihr braucht eure Energie, eure SU nicht in die Fans zu stecken. Macht's nicht, Leute. Wir sehen es jetzt. Wir haben jetzt bei 45 gestartet. Also müsste das Ganze bei 15 fertig sein. Wir schauen mal. 15 Sekunden sind jetzt um. Und jetzt haben wir 20 um. Jo. Jetzt gleich sind 30 um. Ja. Seht ihr, bringt gar nichts. Spart eure Energie. Lasst den Fan langsam laufen, so wie ihr ihn braucht. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ein langes Förderband anschließt, also würde jetzt theoretisch ein Fan reichen, um eine ganze Palette an Items. Also ihr könnt so ein langes Fan hier anschließen, dass ihr das Fan sogar, also dem Fan so ein langes Belt anschließen, also dass ihr das Belt, dem Förderband sogar wie richtig schnell laufen lassen könnte. Also ihr müsst halt gucken, dass von Anfang bis Ende das Bild, die Umdrehung dann in dem Sinne 30 Sekunden sind. Und dann könnt ihr auch das Ding auf voller Ballett laufen lassen und nutzt es auch sinnvoll. Aber ihr nutzt es nicht sinnvoll, wenn ihr hier zum Beispiel ein Bild durchgehen lasst und das Ding voll laufen lasst. Jo, das war Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, viele kennen es schon, man kann mittlerweile auch die Quascher gerade platzieren. Und muss ich mal kurz gucken. Der Vorteil ist dran, wir kennen ja viele Minecraft-Spieler, die so schon viele Tode in diesen Quaschern gemacht haben. Ihr seid vor Quaschern sicher. Also wenn ihr sie so hinbaut, es macht keinen Unterschied, ob ihr die hoch oder quer legt. Der einzige Unterschied ist letztendlich, wenn ihr sie hoch oder quer legt, wie ihr die hier bepackt. Also das heißt, wenn hier ein Stack drauf ist, was ich euch empfehle, dass ihr das Ganze, oh, bei mir ist gerade ziemlich laut im Hintergrund, Entschuldigung, wenn ihr das Ganze hier aufs Förderband legt, dass ihr stackweise drauf legt. Wenn ihr die Items einzeln reinlegt, habt ihr immer die Sache, dass sozusagen die Quascher nochmal einen Tick benötigen, um die Items zu laden und somit ihr immer einen Tick verliert, wenn ihr die Items hier einzeln drauf habt. Diese Zeit spart ihr wirklich nochmal, wenn ihr das Ganze stackweise quascht. Ansonsten macht es keinen Unterschied, ob sie hoch oder querkant sind. Wenn sie halt hochkant sind und ihr schmeißt da viele, viele Items rein, stacken die sich ja automatisch. Und somit haut ihr dann einen Stack rein. Also vorausgesetzt, der Quascher ist nicht so schnell, dass er jedes Item einzeln durchhaut. Aber an sich, ansonsten ist es keine Schwierigkeit, das so zu quaschen. So, nächster Tipp.
Verkleiden von Förderbändern. Also wir können unsere Förderbänder. Wieso kann ich dieses Item nicht nehmen? Der lässt mich. Ach so, deswegen. Ja klar. Okay, versuchen wir es nochmal. So, wir können Förderbänder verkleiden. Entweder mit Endesight oder mit Breast Casings. Ich finde die Breast Casings übel geil. Der Vorteil ist dran beim Verkleiden, wir brauchen das Item nur einmal. Es verbraucht sich beim Verkleiden nicht, egal ob wir 10.000 Förderbänder verkleiden oder 20.000. Es wird nicht benutzt, das Item. Also wir behalten das Item im Inventar, kann ich euch auch mal zeigen. Wir sind jetzt im Survival. Verkleiden hier ein Hochkant. Also man kann auch Hochkant-Förderbänder tatsächlich verkleiden, was sogar richtig geil aussieht, finde ich. Egal ob mit Brass oder Andesite Casing, kommt schon geil, oder? Also mein Favorit ist das Brass Casing. Okay, nächster Step. Bebauen von Förderbändern, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier das da. Gib mir das. Achso, wir sind wieder mal. Alles klar. Haben wir noch ein Chef hier liegen? Nehmen wir uns mal noch ein Chef. Angenommen, wir haben jetzt zwei Förderbänder, die wir miteinander verbinden wollen. Viele machen es immer so, dass sie von der anderen Seite dann eben nochmal ein Förderband ranziehen. Kann man machen. Schöner sieht es natürlich aus, wenn man hier so schöner Encased Chain Drives benutzt. Das sind die hübschen Dinger. Und da kann man dann schön die Energie weiterleiten. Also selbe Energie, Rotationsenergie kommt hier raus, wie man reinsteckt. Was ganz cool ist, wenn man die platziert, man kann die so und auch so platzieren. Das heißt, man kann die Energie umleiten. Wir haben hier dieselbe Rotation wie hier drüben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, ob hier drinnen Ketten sind, die so. Denkt man nicht drüber nach. Man kann dann auch hier wieder so weitergehen, dass man zum Beispiel das Ganze jetzt so macht und man kann dann immer hin und her, wie man die Energie gerade braucht. Also gerade wenn man die Energie von so nach hier hochkriegen will, kann man das eben so ganz cool tun. Und wenn man das dann noch letztendlich hier verkleidet, passt das auch super zusammen. Genau. Also manche machen auch diesen gerne, dass man nur das verkleidet, dass hier in der Mitte das Band frei läuft. Kann man auch machen. Ist jedem selbst überlassen. Und auch jedem seine Geschmackssache. Gut, das war's schon wieder von Minecraft Create. So geht's. Folge 1. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, lasst einen Kommentar da. Dann zeige ich das sehr gerne in der nächsten Folge. Wird so alle 2 bis 4 Tage kommen. Muss ich mal gucken, so wie ich natürlich auch mal Ideen habe, was ich hier reinbringe. Aber wie gesagt, ihr könnt mir helfen, lasst einen Kommentar da. Abo, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, einen schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal.